So, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Angespiel des Silent Age. Benutze Kopfhörer, wird uns empfohlen. Ja, dann benutzt doch mal die Kopfhörer. Wir können zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 auswählen. Die erste ist kostenlos, die zweite muss man für 5 Euro freischalten. Wir gucken einfach mal in die kostenlose rein, selbstverständlich. Episode 1. So. Und jetzt haben wir Kapitel, verschiedene Kapitel, und zwar 5 Kapitel. Wische nach links und rechts zum Auswählen. Die Gegenwart. Erstens. Scheint ein ganz gewöhnlicher Dienstag zu sein, als Joe den Fußboden im kalten und anonymen Eingangsbereich fegt. Doch dann bemerkt er die Notiz. Ein Meeting in der oberen Etage? Dieser Tage scheint eine dramatische Wendung zu nehmen. Dann spielen wir das doch mal. 1965. ...1968, also 3 Jahre später. Vom Schiffsschrauber zum Marinesoldaten. ...1969. Sein eigenes Restaurant. Und wieder verkackt. Jetzt ist er eine Reinigungskraft. So. Das hier ist ein Dienst gewesen, ne? Die er meinte. Schauen wir in den Mülleimer, passiert nichts. Geht zur Notiz. Das ist eine Klebenotiz, in der darauf steht: Joe, Herr Hill will ich sehen. Frank. Geht zur Tür, das ist mein Büro. So steht es mit Edding unter dem Vorratsraumschild geschrieben. Geht zu blauer Kartenleser. Es ist ein blauer Kartenleser. In der Firma herrscht strikte Sicherheitsregeln. Das ist der Grund, warum ich meine Karte immer da verstecke, wo kein Mensch vorbeikommt. Gehe zu Schild. 23. Büroetage. Hier sitzt das Topmanagement. Dort hat auch Herr Hill sein Büro. Okay, ich bin schon da anscheinend. Ich brauche eine blaue Zugangskarte, um da reinzukommen. ...2000 Pfund maximal Sicherheitsebene 5. Kein Ausstieg aus Forschungslabor 2 und 3 vor der Dekontamination. Kann ich hier rein? Es ist ein roter Kartenleser. Es verwendet Checkkarten anstelle von Schlüssel. Die Firma ist voll mit dieser modernen Technik wie dieser. Nur die Labortypen kommen hier rein. Oh, und Frank natürlich. Ja, alle haben rote Zugangskarten. Ich glaube, ich muss zur Tür rein. In mein Büro. Das ist aber ein schönes Kämmerchen. Was haben wir da schönes? Geht zur Glühbirne. Die letzte. Geht zur Regale. Ich sollte ja irgendwie Licht machen, bevor ich noch was mal kaputt mache. Ah ja. Geht zur kaputte Glühbirne. Kein Licht, ich sollte die Glühbirne wechseln. Ja, ja, habe ich doch. Benutze Glühbirne mit. Bam! Mit kaputte Glühbirne. Da, das sollte klappen. So, oh, hell! So, geht zu Gummihandschuhen. Können wir mitnehmen. Das ist einer der dicken Gummihandschuhe, die zum Reinigen im Labor verwendet werden. Geht zur Auszeichnung Mitarbeiter des Monats. Borax, Zitronensäure, Augenreiniger, Bleiche und Handseife. Einige der Etiketten sind abgepittelt, aber ich habe sie alphabetisch sortiert, also alles okay. Das ist hier wohl im Regal noch drin gewesen. Das ist mein Stuhl. Frank hat den guten. Geht zu blauen Zugang. Ah ja, okay. Zur Management-Ebene, was haben wir hier noch? Geht zu giftige Fässer. Diese Fässer wurden vor ungefähr einem Jahr nach hier gebracht. Mich stören die nicht, ich habe hier genug Platz und die stinken auch kaum.
Das ist der gute Stuhl, hier sitzt Frank. Er ist schon eine Weile länger hier als ich, deshalb hat er gewisse Privilegien. Gut, wir haben unsere blaue Sicherheitskarte. Damit können wir in den rechten Fahrstuhl rein. Klick. Ich liebe dieses Geräusch. Darf ich die Brücke betreten, Sir? Arkon geht zu moderner Kunst. Der Titel lautet Intuit, muss Französisch sein. Der Titel lautet The Gestalt of Saturn Veiled. Sieht für mich nur aus wie ein paar bunte Kisten. Gut, wie haben wir denn da? Geht zur Sekretärin. Oh, du bist ja. Da bist du ja, Süßer. Herr Hill erwartet dich bereits. Geh einfach rein. Was ist los, Schnuckel? Hat sie die Sprache verschlagen? Bewegt dein Hintern rein. Ja, sag, mach doch, tu's doch. Wenn sie das sagt, dann tu das. Geh zu ledergepolsterte Türen. Kopenhagen, Bruxelles, Amsterdam. Geh zu Weltuhr. Ich habe schon darüber nachgedacht, hier noch ein paar Uhren aufzuhängen. Das würde meinem Büro etwas mehr Glanz geben. Geht zu Chart- und Firmenperformance. Ich habe keinen blassen Schimmer, was sie mir sagen sollen, aber was immer es auch sein mag, es scheint gut zu sein. Diese Höhen haben mir noch nie gefallen, aber hinter diesen dicken Scheiben kann ich den Ausblick tatsächlich genießen. Geht zu Aschenbecher. Sogar der Aschenbecher sieht teuer aus. Okay. Ah, Jasper. Sagen Sie, nennen Sie mich Joe. Natürlich, Joseph. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon für die Firma Joseph? Etwa 2 Jahre, Herr Hill. Aha, ja, dann müssten Sie wissen, dass Sie hier eine sehr wichtige Aufgabe haben. Nationale Sicherheit mag für die meisten Leute ja nur ein Begriff sein, Jasper, aber für Männer wie Sie und mich bedeutet das viel mehr. Wir sehen die Menschen hinter der Fassade. Wir wissen, dass Sie für die Sicherheit jedes einzelnen Bürgers in diesem Land stehen. Nicht zu vergessen für die Gesellschafter und sehr hart arbeitende Buchhalter und Interessenvertreter in der Regierungsbehörde. Das bedeutet auch Druck, sehr viel Druck. Und einige Mitarbeiter brechen dadurch einfach zusammen. Und das bringt mich zum wichtigsten Punkt auf meiner Agenda. Wir haben eine neue Position geschaffen und wir werden sie befördern, Jasper. Das ist, ich bin Herr Hell. Glauben Sie nicht, dass die Firma hart arbeitende Mitarbeiter nicht erkennt? Wir belohnen außergewöhnliche Leistungen dieser Organisation, junger Mann. Und Sie haben sich soeben zum Goldjungen gemacht. Das bedeutet, dass Sie ab sofort nicht nur noch für Ihre Aufgaben zuständig sind, sondern auch noch Franks Aufgaben übernehmen. Aufgaben heißt das, glaube ich. Ja, Sie hören richtig. Das bedeutet, die Hygiene im Labor des Erdgeschosses, das Rohrleitungssystem und die Werkshallen mit allem, was dazu gehört, das ist ein großer Vertrauensbeweis in Sie, Herr Jasper. Ich vielen Dank, Herr Hill, aber was ist mit Frank? Ich weiß, ihr wart ein super Team, aber Frank hat sich heute Morgen für einen anderen Karriereweg entschieden. Wir wünschen ihm alles Gute. Oh, und sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen keine hochtrabende Titel oder eine spürbare Gehaltserhöhung geben können. Wir sind eine moderne Firma, wissen Sie, wir wollen noch weiter in unsere flachen Hierarchiestufen beibehalten. Also dann, herzlichen Glückwunsch, Jasper. Ich wette, Sie sind sehr aufgeregt und können es kaum erwarten, wieder in die Arbeit zu gehen mit all Ihren neuen Verantwortungsbereichen. Das verstehe ich natürlich. Daher werde ich Sie hier auch keine weitere Minute aufhalten. Hier ist Ihre Schlüsselkarte. Danke sehr, wirklich vielen Dank. Oh, wir können rennen. Komm. Mit der will ich nicht reden. Zum Flur 22. Etage. Jetzt können wir nämlich ganz links unseren den Dings benutzen. Komm, 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 komm. So, benutzen wir die Schlüsselkarte mit dem roten Kartenlesegerät. Sesam, öffne dich! Ja, ein kleiner Spaßvogel. Was ist das denn? Geht zu Aluhut. Das Blut, das ist ein Aluhut. Noch ein sehr schicker dazu. Geht zu Blutstropfen. Sieht aus wie Blut. Vielleicht hat sich einer in den Finger geschnitten oder einer der Laborator hat sich losgerissen. Was auch immer, ich bin derjenige, der das jetzt aufwischen muss. Geht zu offener Aufzug-Dachluke. Seltsam, die Luke ist offen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, etwas von einer Kontrolle oder Reparatur heute gehört zu haben. Ja. Ich sollte wohl besser den Mob benutzen. Ich habe nur keinen Mob. Dann nochmal den Aluhut. Geht zu Türknopf. Tja, da kommen die Blutstropfen noch eindeutig durch den Schacht runter, oder? Ist doch eindeutig. Was haben wir hier? Abfalleimer ist nix.
Geh zu Bedienfeld. Erinnere mich an den Videospielautomaten Pong, den die gerade bei Izzy's aufgestellt haben. Das Ding ist einfach der Hammer. Seitdem die Automaten da stehen haben, bin ich fast jeden Tag 4 Stunden da zocken. Frank sagt immer, dass es mir das Hirn frittieren würde, aber ich denke, es macht einfach Spaß. Das ist ein riesiges Computerding. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich habe Frank vertreten, als letztes Jahr einen Tag krank war. Mein Arm verhedderte sich in einem der Dinge und die haben die Labore für den Rest des Tages geschlossen. Okay. Der Bildschirm ist größer als mein Fernsehgerät. Ja, so ist das halt. Geht zu Fenster. Was haben wir denn da schon drin? Überall Blutstropfen, überall. Die Scheibe ist verdunkelt, aber es sieht aus wie ein Haufen Fässer, aus denen die Schläuche herauskommen. Das kann einfach das Nasenbluten. Das sieht sehr schlimm aus. Ich muss das jemandem zeigen. Geht zu umgefallener Mülleimer. Frank muss sehr überstürzt abgehauen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sonst so ein Chaos hinterlassen würde. Das Schild auf dem Bedienfeld sagt Tiefkühltechnik, es ist verschlossen. Und das ist kaputt. Ich bin kein großer Techniker, aber da scheint etwas an zwei der Kabel befestigt zu sein, was da definitiv nicht hingehört. Ich könnte es entfernen und dann das Bedienfeld wieder in seinen Platz stecken, wenn ich nur etwas hätte, um meine Hände zu schützen. Na dann, kriegst du. Geschafft! Ich konnte das Ding rausnehmen und das Bedienfeld wieder an Ort und Stelle schieben. Dann geht die nächste Tür auf. Oh Gott. Geht zu Laborkittel. Nehmen wir gleich mal mit. Irgendwas, nee, doch nicht. Irgendwas ist aus dem Kittel gefallen, sieht aus wie ein Taschentuch. Geht zu Polaris 9 Supercomputer. Notiz an mich: nichts anfassen. Okay, Joe, das war nicht dein Fehler. Es war schon so, als du gekommen bist. Rückwärtsgang einlegen und weg hier. Nee. Aber hier ist eine Blutlache fast. Das Management muss darüber informiert werden. Diesmal brauche ich unbedingt Beweise. Seit dem dummen Halloween-Streich, den die Wissenschaftler mir letztes Jahr gespielt haben, glaube ich nicht, dass sie mich sonst nochmal ernst nehmen. Komme ich denn irgendwie rein? Rechter Türknopf? Leck mich fett. Das ist einer dieser irren Türen, bei denen zwei Leute gleichzeitig die Schlüssel rumdrehen müssen, um sie zu öffnen. Das sieht aus wie aus einem James Bond-Film. Außer, dass diese Türe keine Schlüssel benötigt, nur Knöpfe. Meine Arme sind nicht lang genug, um beide Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Ich wette, das ist das Problem. Jetzt schon den Schädel an Joe. Haben wir denn hier irgendwo noch was? Das ist eine sehr teure Recheneinheit. Es steht zwar nicht ausdrücklich teuer drauf, aber ich denke, dass eine gute Schätzung auf dem Bahnsteig steht. Achtung, außerhalb der Reichweite von Flüssigkeiten aufbewahren. Ich habe noch ein Taschentuch halt, ne? Kannst du mal aufwischen? Das klappt nicht. Das Taschentuch ist gut aus. Ich muss das dem Management. Ja, siehst du, aber klar. Jetzt dürfen wir wieder nach oben latschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, ich werde der Sekretärin einmal Bescheid sagen. Ganz nach oben. Da und der rote Punkt. Schon grausig, dass meine Tür offen ist. Kann man die bitte mal wieder zumachen? Nicht, dass mich da gar einer wegschnappt, wenn ich hier langlaufe. So. Ich sollte das wohl jemand zeigen. Hier, komm. Benutze blutgetränktes Taschentuch mit Sekretärin. Das hört sich sowas von falsch an. Ich sollte erst mit dir sprechen, bevor ich mit dem Ding hier rumwirbel wie ein Verrückter. Frau Juliette. Ich, also irgendwas. Ih, das Kellertaschentuch hat unten alles. Was? Das Kellertaschentuch hat unten alles voller Blut. Hä? Oh nein, ich meine. Och, mein Schnuckel, der Lappen ist ja voller Blut. Hast du dich schon wieder selbst verletzt? Nein, es ist. Wir predigen euch Jungs permanent die Arbeitsschutzmaßnahmen. Ich schicke da so fast wöchentlich Memos raus. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich manchmal ärgere. Du magst ja wie ein fähiger, erwachsener Mann in deinem Overall aussehen, aber in Wirklichkeit bist du nur ein großer Junge, da täusche ich mich da. Aber ich bin nicht derjenige. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, ich erledige es schon für dich. Lass uns mal sehen, was Mama Gloria hier für dich hat. Ein schönes, sauberes Pflaster. Jetzt gehe ich dich waschen und dann klebe das Pflaster drauf. Aber jetzt zieh Leine, du kleiner Lausbub. Zeit zu gehen, Joe. Nach dieser Leistung denkst du sicherlich, dass du gestört bist oder so. Geh besser wieder ins Labor und finde noch mehr raus, bevor du dich noch lächerlich machst. Okay, was habe ich mit dem Dings, mit dem Pflaster? Ach so, ich kann mit dem Pflaster den Knopf festkleben. Das ist aber ein. Entweder ein schwacher Knopf oder ein echt starkes Pflaster.
Das muss ein wirklich starkes Pflaster sein. Mit linker Türknopf. Du sollst den Türknopf. Das sollte den Türknopf runtergedrückt halten. Mein Gott. Brillant. Wirklich brillant. Da liegt an der Ecke. Verletzt. Ein Bedienfeld. Der Mann braucht Hilfe, dafür habe ich. Okay. Geh zu verletzter Mann. Hey, sie ist alles in Ordnung? Sie bluten ja. Das ist eine Menge Blut. Bleiben Sie hier. Ich gehe und hole Hilfe. Nein! Holen Sie niemanden. Sind Sie alleine? Ich bin nicht sicher, was. Ich habe Sie etwas gefragt. Sind Sie alleine? Ja, ich bin alleine. Gut so, hör zu. Ich wurde schlimm angeschossen. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich bin auch nicht wirklich wichtig. Zumindest nicht diese Hälfte von mir. Was aber sehr wichtig ist, dass du verstehst, was ich jetzt sage. Soll ich es dir aufschreiben? Ich habe aber nichts zu schreiben bei mir. Sei still und hör zu. Wir stehen am Rande des Aussterbens. Ein paar gierige Trottel haben das alles in Gang gesetzt und die wollen das Leben eines jeden Menschen, Frauen und Kinder auf diesem Planeten beenden. Ich weiß das, weil ich daran teilweise selber die Schuld trage und ich viel zu spät realisiert habe, dass es nicht die klugen und gesunden Köpfe waren, die sich durchgesetzt haben, sondern die Alten. Ich komme 40 Jahre aus der Zukunft, das jetzt zu verhindern. Die Dinge sind offensichtlich viel komplexer als das, aber die Zeit reicht nicht aus, um das jemandem mit einem minder bemittelten Intellekt zu erklären. Ich bin das, was du wahrscheinlich einen Zeitreisenden nennen würdest. Sie haben offensichtlich eine Menge Blut verloren. Schweig! Ich habe das bis ins letzte Detail für die bessere Hälfte meines Lebens geplant. Und ich will verdammt sein, wenn das alles an einem einzigen bewaffneten, überambitionierten. Was? Und wenn das alles an einem einzigen bewaffneten, überambitionierten Parkwächter scheitert, der nicht zur rechten Zeit am rechten Ort war. Zum Glück siehst du glückgläubig genug aus, um dich zu einer einfachen Aufgabe überreden zu lassen. Ich will, dass du mich findest und mir über alles über den Plan erzählst, bevor ich wieder in die Vergangenheit reise. Du brauchst das hier. Was ist das? Das ist eine tragbare interdimensionale Planarmembrane. Was? Planarmembrane. Zur Synchronisierung der Zeit. Es ist eine gottverdammte Zeitmaschine, okay? Aus Gründen, die du schnell erkennen wirst, läuft das Gerät mit Solarzellen. Trotzdem möchte ich, dass du das Gerät versteckt hältst, bis du raus aus der Stadt bist. Lass dich von niemandem damit erwischen, ganz besonders nicht hier im Gebäude. Herr Zeitreisender, mit all dem Blut und Weltraumgeschwafel machen Sie mich ganz wirr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen helfen kann, außer dass ich dem Sicherheitsdienst einen Krankenwagen rufe. Nimm einfach das verdammte Ding und finde mich. Du findest mich, verstanden? Und jetzt geh. Lauf! Herr Zeitreisender. Tot! Nein, ich glaube, er ist tot. Oh mein Gott, ich werde nicht. Hilfe, ich brauche hier dringend Hilfe! Hör auf zu schreien, Alter. Bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Hör zu, du kannst mir helfen. Da drin ist ein Typ, da ist eine Menge Blut und er braucht Hilfe. Ich sagte, bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Aber ich arbeite doch hier. Sie kennen mich doch. Ich. Halten Sie Ihre Hände so, dass ich sie sehen kann. Flossen flach an die Wand, spreizen Sie Ihre Beine. Die Polizei ist auf dem Weg. Police. Wir wurden verhaftet für den Mord an Zeitreisenden. Kapitel 2: Die Zukunft. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr hier weiteres sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne selber die App holen, zumindest um Episode 1 zu spielen. Das war es erstmal gewesen, wir haben angespielt, Kapitel 1 haben wir durchgemacht. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. In der Videobeschreibung die Links zum Spiel. Bis zum nächsten Mal bei angespielt. Ciao, Leute.